Hallo Leute, ja, hier haben wir den Bahnhof, wo wir raus müssen, irgendwie mit diesem Gleis, aber das haben wir letztes Mal unterbrochen und das wollen wir in dieser Folge dann weiterbauen, ne? Gucken, wie wir da irgendwie rumkommen oder so. Mal schauen. Ich würde sagen, Logo schauen und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, letztes Mal haben wir hier schon mal das Land weggenommen. Dann haben wir hier diese Ausfahrt. Das ist die Frage. Wo fährt er dann hin, ne? Kann man zum Beispiel hier noch eine andere Kurve ransetzen? Nee, das ist schon die stärkste Kurve, die wir haben. Dann ist die Frage, diese Kurve kann ja weg. Und dieses Land kann ja auch runter. Erstmal Tannenbaum aussuchen hier, Land und das machen wir mal weg hier. So. Ich glaube, hier muss ja gar keiner mehr rechts rum abbiegen. Das können wir gerade wegreißen, diese Kurve, weil die kommt ja hier mit raus dann. So ist es, oder? So, dann kann er da rausfahren. Aber er soll auch nach da fahren, ne? Kann er das? Das ist die Frage. So kann er das. So, der muss hier rein, der muss da raus. Von da kommt keiner, das heißt, dieses Gleis kann hier eigentlich weg, oder? Dieses hier, das muss da nicht sein. Von da muss noch einer da reinfahren können, ne? Also ist dieses Gleis eigentlich auch verkehrt, oder? Nee, das ist ja schon richtig. Nee, das passt schon, glaube. Von hier reinfahren und geradeaus. Von hier reinfahren und geradeaus. Hier rausfahren und geradeaus und links. Ich glaube, so ist es richtig jetzt. So, dann brauchen wir noch ein paar Signale. Und wir können auch mal laufen lassen, schon zwischenzeitlich wahrscheinlich. Das passt dann schon mal, glaube. Hier ist nur die Fahrtrichtung richtig. Und ich weiß nicht, wo der jetzt hier hin muss. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Ich wollte hier den haben. Melrichstadt und Wilgesabzweig. Wilgesabzweig ist hier und Melrichstadt ist wo? Da. Okay, das ist dann wieder sehr schwierig für den da hinzukommen. Oder wie sehe ich das? Müsste aber doch gehen, oder? Ich sehe schon, hier sind schon wieder Signale, die nicht Sinn machen da. Fährt er jetzt? Eigentlich müsste er fahren können, ne? Einseitiges Signal im Weg. Aktuellen Auftrag überspringen und er kommt wieder mit einseitiges Signal im Weg. Da ist, kann er, ach so, dann muss das hier hinten irgendwo noch sein, das einseitige Signal, ne? Er fährt dann hier lang, fährt hier rüber und fährt hier rum. Aber eigentlich ist hier alles grün, ne? Er will ja hier reinfahren, glaube ich. Wo ist es? Hier ist es. Dieses hier kann mal weg. Weil das ist ja jetzt Einbahnstraße. Ändert aber nichts an dem hier, ne? Sag mal gerade, kann ich. Ist das vielleicht hier zu weit vorne und das geht dann gar nicht? Reiß das hier nochmal ab und bring das nochmal hier hin. So. Ist jetzt richtig? Jetzt ist richtig. Jetzt ist das gelbe Signal weg. Das war schon zu nah an seinem Anhänger dran oder was da auch immer war.
Einfaches Signal. Dahin. Passt. So, jetzt läuft das hier auch wieder. Hier haben wir natürlich ganz viele Meldungen. Fahrzeug hat sich verirrt. Das ist ja schon weg. Kann man das löschen? Wohl nicht. Egal, dann bleibt das erstmal so. So, der fährt jetzt auch wieder. So. Das macht unsere Forschung gerade mal reingucken. Holzbearbeitungsstoffe. Warte auf Ressourcen. Okay, Bretter und Glas. So, das ist die Forschung. Ich wollte eigentlich dahin springen. Wie geht das denn wieder? Wo ist denn das jetzt hier? Holzbearbeitung 2? Nee, das ist ja falsch. Ach so, ich muss hier. Nee. Labor 2, da muss ich hin. Nee, das ist auch. Aber wie komme ich da hingesprungen? Gar nicht? Wohl nicht. Wenn ich E drücke, wird der Rahmen rot. Dann nehme ich auf oder was mache ich da? So, hier ist die Forschung. Da braucht man Geld für und Kies. Kies wird hier gar nicht angeliefert. Und hier braucht man das für. Das ist ja beides hier. Aber Kies fehlt. Oder Sand, was ist es? Kies ist es. Wie kriege ich jetzt den Kies dahin? Erstmal brauche ich ein Lagerhaus noch, damit das geht, oder? Und dann reiße ich ein ganzes Haus ab. Oh, da kann man das inzwischen stellen. Cool. Und dann kommt da Kies rein erstmal. Und das ist ja jetzt auch von hier logistisch technisch, naja. Okay. Ist die Frage, was wird angeliefert? Wie es aussieht, hier wohl was, weil da sind 9 und hier sind 6. Also das wird wohl angeliefert. Aber hier ist wohl, doch, da sind auch 7. Wie sind die denn angekommen? Gar nicht. Da müssten wir mal gucken, wer hier so logistisch technisch, nee, fahrzeugtechnisch fährt, ne? Ah, der fährt tatsächlich Kies, ne? Ja, könnte ein LKW mehr drauf sein vielleicht, oder was? Das ist da. Gibt es denn hier ein Kieswerk? Wird da wahrscheinlich angeliefert, ne? Ja, was bringt er hier hin? Ja, das Kies, der Kies kommt von hier wahrscheinlich, ne? Ist denn hier Kies? Ja, 2 Stück sind da noch dran. Wo wird das denn produziert, das Kies? Oder der Kies? Ach, hier. Da kommt jetzt gleich welcher. Ja, dann wird es 3 und 4 im Lager sein, oder? Da ist es und da ist es. Aber warum kommt da so wenig an? Weil es hier nicht vorangeht. Stein. Sollten wir da einen zweiten bauen? Wahrscheinlich, ne? Steinbruch. Okay. Ich mach den mal dahin. Und dann brauchen wir einen Ausgang. Da sind die Förderbänder. Ausgang. Drehen. Machen wir mal hier hin. Dann machen wir das.
das Förderband hier hin. Stopp, das ist falsch. Ich muss es Brücke bauen. Nochmal Brücke bauen, aber hier mehr. So und so. Jetzt müssen wir das noch umdrehen. Und dann musst du es einfach nur nach rechts, oder? Und dann läuft's, oder? So, der kommt hier jetzt gerade runter, genau, und fährt darüber. Hier ist aber voll. Da geht auch nichts mehr rein. So. Hier sind die Barren alle. Jetzt geht das ein bisschen flotter hier, da müsste jetzt hier mal reinkommen. Oh, der ist schon. Aber der holt das hier ab. Nee, doch. Der holt Kies und. Nee, Steine, Quader und Steine oder so ab, ne? Aber Kies ist nur hier. Ja, das wird aber auch werden. Und wer fährt den Kies? Er nicht. Er fährt den Kies, ne? Ja. Ja, der hat den Kies da. Und dann liegt jetzt hier, wo der Kies? Hier muss der Kies jetzt liegen, ne? Ja, 23 Stück. So, das heißt, das können wir schließen, das können wir schließen und dann bauen wir Sand zu Melderichstadt Anbau, ist das, glaube ich. Ah, hier sieht es so aus, als ob da schon wieder eine Panne ist. So, da sind Fahrzeuge, die ich nur einsetzen kann, oder? Das war Sand zu Melderichstadt Anbau. Aber es ist Kies. Und lass den mal fahren. Passt. Und dann haben wir hier noch einen, den können wir dann auch so machen. Der und der. Und fahr du auch los. Dann haben wir jetzt hier. Ah, falsch. Route 60 ist das wohl. Und der wahrscheinlich dann auch Route 60, ne? Fahren aber beide da lang. Weil der hier ist ja jetzt derjenige, der es bringt hier. Von da nach da. Das sieht doch gut aus. Okay, haben wir das erst. Ja, da müsste jetzt hier mehr. Oh, guck mal, da ist jetzt auch schon 5 Stück drin. Laufende Forschung. Jetzt sogar 7. Er kann also was abbauen, ne? Hat er gerade gebracht. Achso, einer ist da nur noch drin und den liefert er hoffentlich hier ab. Nee. Den nimmt er wieder mit. Warum nimmt er den wieder mit? Ah ne, da steht 0 von 5. Das ist nur so eine Fehlanimation. Ist das so weit weg? Ne, nein, das war hier vorne schon. Hier vorne. Da ist doch eine ganze Ecke weiter weg, wo der da hinfahren muss. Keine Ahnung, wo das jetzt hier ist. Städtchen ist schon ganz schön groß, ne? Hier ist das. Hier soll Sand hin. Ist das 96 da oder 98? Ja. Logistik ist von da. Und der Sand ist hier. So, das heißt, hier muss ein Zug sein, der da Sand hinbringt. Macht er das? Der bringt da keinen Sand hin. Das heißt, hier gibt es gar keinen Sandzug.
Heißt, wir müssen jetzt irgendwo Sand erstmal herkriegen, ne? Wo ist Sand? Hier nicht. Das ist Kupfererz. Wo haben wir Sand? Ist das hier Stein? Ich glaube, könnte sein, ne, oder? Bin ich schon dran vorbeigesegelt an der Sandgrube? Weiß ich nicht. Hier ist Sand. So, das bedeutet, wir brauchen einen Zug. Hier haben wir einen Stau, wie man so wunderbar sieht, ne? Und warum? Ja, der fährt noch. Warum fährt der nicht weiter? Hochkomplexe Anlage hier. Jetzt fährt der. Ja, lass uns gerade erst hier einen Zug kaufen. Schüttgut hat der. Ja, der bringt da 8. Der bringt nur 7. Nummer 6. Starten. Was soll ich abspielen? Halt hinzufügen. Wo war der Sand hier hinten? Da, laden. Und wo war entladen? Hier irgendwo. Ah, da. Halt hinzufügen, den und entladen. Speichern als und starten. So, der fährt, alles ist gut. Kies und Sand fährt er jetzt hin. Ich hoffe, das raffen wir nicht, sondern schaffen wir noch. 91 Tage, müsste aber eigentlich klappen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass hier, der ist glaube ich schon gerade rausgefahren, ne, oder? Ja. Nur gucken, warum es hier jetzt so stockt. Warum fahren die jetzt hier nicht weiter? Der nimmt das nächste Signal. Der je schon gefahren, dieser hier? Eigentlich könnte der weiterfahren, aber dann, nee. Lass uns mal Signale nehmen hier. Also dieses ist schon mal ein falsches Signal, ne? Das muss schon mal so sein. Da braucht kein Bereich vorher frei sein. Und dieses hier kann genauso so einer sein. Und dieser hier kann, glaube ich, auch so einer sein. Das hier muss aber so einer sein, damit er den Weg frei hält. Und das hier kann wieder normales sein. Ja. Und
Das hier kann auch ein normales sein, glaube ich. Das hier kann auch ein normales sein, aber aus dem Grund, weil die beiden ja schon da noch stehen, ne? Weil dann kann er noch ein ganzes Stück vorrücken. Weil er wartet da, dass die Kreuzung dann da frei ist. Und der hier kann definitiv auch so sein. Jetzt steht der da und wartet auf wen? Auf wen wartet der? Auf den hier? Das kann auch ein normales Signal sein. Und das kann auch ein normales Signal sein. Da könnten wir jetzt so eins hin machen, weil er kann nicht fahren, weil der da jetzt im Weg ist. So sieht's aus. Okay, ich habe den Fehler gefunden. Das müsste da so sein. Jetzt kann er da weiterfahren. Alles klar. Da einer hin. Hier geht gar keiner jetzt hin. Das ist schade, ne? Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt besser rollt. Ja, hier ist es auch so schlecht. Guck mal, der hat hier so ein langes Signal. Der kann da bleiben. Und hier ist es ganz schlecht überall. Ja, das ist nicht gut. Der hat gelb und da hat er sogar rot, weil der jetzt mitten in der Kreuzung steht. Na super. Herr Jankwe hatte mir mal geschrieben mit Brücken und Tunnel, ne? Ich glaube, wir müssen hier eine Brücke rüber bauen, dass der hier durchfahren kann, einer. Oh Mann. Der fährt da jetzt nicht. Jetzt fährt der so ein Stück da weiter, ne? Der ist jetzt in der Kreuzung und deswegen fährt er jetzt nicht. Der müsste hier weiterfahren. Warum fährt er nicht weiter? Hier ist doch... Warum steht er jetzt hier? Mach das Signal nochmal weg. Wo hält er denn jetzt dann an? Fährt jetzt tatsächlich bis hierhin weiter. Der fährt jetzt da weiter. Jetzt fahren sie erstmal, ne? Stau hat sich auf jeden Fall aufgelöst. Ist die Frage, ob der Sand da überhaupt noch hinkommt, ne? Wo war das jetzt? Hier hinten irgendwo, ne? Wo ist der Bahnhof? Da. Schon wieder irgendwas gedruckt wahrscheinlich, oder? Ist die Fabrik schon laufen? Ne, da hinten ist er. 47. Kies. Der ist es nicht, sondern der ist es. Aber wo ist der? Ich habe mich verirrt. Na super. Machen wir mal Fahrzeug folgen. Ah.
jetzt ausmache, dann bin ich doch hier. Ich habe mich verirrt. Warum hat er sich verirrt? Der hat auf jeden Fall geladen. Der kann auch hier lang fahren. Hier bitte lang fahren. Da war auf jeden Fall schon wieder ein falsches Signal, wie wir gerade gesehen haben. Ne? Das braucht hier gar nicht so ein Signal sein, das kann hier so ein Signal sein. Ich verstehe nicht, warum er sagt, ich habe mich verirrt. Machen wir Pause, weil ich muss ja bis in 47 Tagen da sein. Das Lokschuppen. Machen wir hier so. Hier kann er nicht fahren. Der müsste hier lang fahren. Da lang fahren. Warum fährt er nicht? Ist hier hinten noch irgendwas? Wo ist der Sand? Hier ist der Sand. Aha, keine Einfahrt. Das ist schlecht. Reiß das nochmal weg gerade. Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter hier rüber. Das gefällt mir nicht. So. Dann das bitte abreißen. Hier nochmal neu rauskommen. Dann da drauf. So sieht's gut aus, oder? Das dahin und passt. Passt. Jetzt dürfte das mit dem Verirrt aber eigentlich weg sein, oder? Weiterlaufen lasse, ist das dann weg? Ja. Jetzt kann er wieder fahren, jetzt passt's. Er fährt auch. Ich hoffe, es reicht noch für die 47 Tage. Wir machen hier aber erst einen Cut. Wir sind schon wieder viel zu lang unterwegs. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einer Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.